Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und es ist immer noch so, dass ich keine Ahnung habe, wie wir hier weiterkommen. So, ich vermute immer noch, dass wir dort oben hin müssen. Ja, das ist, denke ich, relativ klar. So, wir versuchen jetzt das Ganze ganz logisch anzugehen. Ja, okay, also ich gehe jetzt mal hier hin zurück und dann dort oben. So. Also, von hier kamen wir. Hier haben wir jetzt so ziemlich alles vollgeschmattert mit dem Zeug. Und müssen jetzt irgendwie da oben hin. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, wie können wir das erreichen? Höchstwahrscheinlich so. Ha, haha, guck mal, das ist ja... Gut, ich habe einen Plan, ja. Wir werden jetzt hier runterspringen und dann dort gegen und hoffentlich da oben hin, weil dieses andere blaue Zeug ist höchstwahrscheinlich nur zur Ablenkung da. So wird es doch bestimmt klappen. Na siehste. Ich wusste es doch. Es ist unfassbar. Ich habe so ewig gebraucht dafür, ja, dabei ist die Lösung so nah und doch so fern. So, wie geht's weiter? Wir wollen jetzt da oben hin. Hip. Erstens, es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ey, was soll denn das? Ich habe mal ein bisschen gebraucht, ja, an einer Stelle und schon werde ich hier gemobbt. Also. Als erstes, ich weiß es nicht. Kann es sein, dass wir den Kubus nach oben spülen? Natürlich nicht. Das Wasser verpufft einfach so. Okay, also erstmal, huch, nein, das war das falsche Portal, erstmal dorthin, so, hep. Also in den Kubus müssen wir irgendwie ran, weil der muss hier drauf, der lässt das runterfahren und da ist der Exit. Interessant, also, dann probieren wir mal das nächste offensichtliche. Halt! Bleib stehen! Hallo, Kubus! Jetzt aber. Gut, den... das ist ja lustig. Den waschen wir jetzt mal ein bisschen. Yep, so. Sehr schön. So, das ist erstmal wieder sauber. Den können wir jetzt hier rauflegen. Dann kommt das hier runter. So. Teil 1 wäre geschafft. So, Teil 2. Wir müssen auf diese Exit-Plattform. Gut, das ist natürlich recht einfach. Dann machen wir einmal hier Folgendes. Und dann können wir hier hochspringen. Jawohl. So, und jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass der wieder von seinem Ort springt. Gut, schnell weg hier. Der ist ja ganz schön hart drauf, der Typ. Bisschen crazy, würde ich sagen. Bisschen verrückt. Aber okay, das wussten wir ja schon. Und GLaDOS ist ja auch verrückt. Aber wir sind ja immer noch auf der Suche nach ihr. Schauen wir mal, wann wir sie finden werden. Aber ich bin auch gespannt, was wir noch mehr über die Hintergründe erfahren. Es geht ja immer weiter tiefer in diese Organisation hier rein. Und das ist wirklich... Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist.
Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halt dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Ich. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Sagt tschüss, Carolyn, und sie sagt, leb wohl, Carolyn. Der Cave Johnson. Ein verrückter Typ. Die Frage ist nur, Holz? Okay. Huch. Ich dachte gerade, ich hätte was gehört. Ein mir bekanntes Geräusch. Aber hier sind wir scheinbar falsch. Hier ist eine Glastür und da kommen wir nicht hin. So, also wir haben dort eine Plattform, die wir nutzen können. Offensichtlich müssen wir da hinten hin. Würde ich mal vermuten. Hier ist zwar der richtige Exit, aber wir wollen natürlich nicht weg. Wir wollen ja hier bleiben, in dieser verrückten... in diesem verrückten Heim. Blaues Gilet. Orangenes Gilet. Die Frage ist, was das macht. Höchst interessant. Können wir das irgendwie aktivieren? Da oben? Kommen wir da hin? Da kommen wir hin. Yep. Okay, aua. Das war nicht die richtige Lösung. Ja, also kann ich hier nicht irgendwie sagen, hey, ich will was haben davon? Wahrscheinlich erstmal nicht. So, wir gucken jetzt erstmal weiter. Wir versuchen mal da oben hinzukommen. Ah, vorbeigesegelt. Das gibt's doch nicht. Machen es weit genug oben, sodass wir hier ganz entspannt hip. Hier hin können. Da ist aber keine Tür zum Öffnen. Und hier auch nicht. Ach ja, I see. Ach, wir können da nicht durchschießen. Das gibt's doch nicht. Moment. Aber wenn wir da nicht durchschießen können, dann... Also Plan ist, ich springe hier runter, klar, und komme aus der Plattform raus und lande hier. Das ist, denke ich, offensichtlich. Nur kann ich nicht durch das Glas hier schießen. Und das ist dezent schlecht. Und ich werde es auch nicht schaffen, quasi hier zu springen und... Ne, das ist nicht möglich. Okay. Das ist nicht so einfach. Wieder mal. Okay, pass auf. Die Frage ist wirklich, wo setzt man das? Hep? Und hier ganz in der Ecke? Nee. Das geht einfach nicht. Das ist ja echt blöde. Und wenn ich jetzt sage... Hüp. Nee, keine Chance. Freunde, habt ihr eine Ahnung? Eine kleine Idee vielleicht? Können wir vielleicht Folgendes machen? Können wir mit unserer... Nee, das geht doch nicht, oder? Das können wir doch nicht machen. So, ich versuche mal jetzt hier die Scheibe zu sprengen. Mit meiner eigenen Körperwucht. Aua. Gute Idee. Offensichtlich. Offensichtlich war das keine gute Idee. Das ist doch doof. Wir kommen da nicht hin. Also, wir kommen da oben hin und das war's dann. Dann kann ich das nicht setzen. Das ist... Ich stehe gerade wieder ein bisschen auf dem Schlauch.
um ehrlich zu sein. Ich stehe gerade wieder echt auf dem Schlauch. So, also wir müssen hier oben hin. Das gibt's doch nicht. Die Tür ist zu, die Tür ist auch zu. Ey, ich steck schon wieder fest. Oh Mann, dabei lief es doch so gut bisher. Eigentlich. Ich hab da keinen. Nee, also, nee. Ich hab da keine Möglichkeit. Die ich jetzt gerade sehe. Keine Möglichkeit, ohne das Portal wegzunehmen. Yep. Und die Tür hier unten ging auch nicht, ne? Nee. So. Was gibt's hier? Nichts. Zurück kommen wir auch nicht. Wir sind also fest. Wir stecken also fest. Das ist ja super. Also jetzt nochmal ganz vorsichtig. Wir gucken uns jetzt nochmal alles ganz genau an. So, also wir haben hier eine Fläche. Die können wir nutzen. So. Ja. So, die können wir nutzen. So, und wir müssen von hier runterspringen. Müssen aus dem Portal rauskommen. Nur geht das nicht. Das geht nicht. Doch, das geht. Doch, das geht. Pass auf. Ach ja. Okay, pass auf. Wir springen hier rein. Hep. Komm hier raus. So, und wie ich das jetzt gemacht habe, kann ich jetzt nicht erklären. Doch, ich kann es, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Pump Station Beta. Betätigen, betätigen ist bestimmt eine gute Idee. Einfach alles anmachen. Sagt er uns bestimmt auch gleich. Oh weia. Oh weia, was ist das denn hier? Kontrollraum. 1971. Das ist ja echt verrückt hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will 60 Dollar haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Okay, ich weiß jetzt, was passiert ist. Wir sind jetzt in einem anderen Jahrzehnt im Prinzip. Vorhin waren wir in den 50er Jahren, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt sind wir in den 70ern und das ist der gute Cave Johnson, nachdem er etwas gealtert ist. Und das ist die ganze Anlage. Da haben sie scheinbar, ja, weiß ich nicht, Obdachlose oder so eingesammelt für die Tests, weil niemand mehr testen wollte. Verständlicherweise. Verständlicherweise. So, die Frage ist jetzt, kommen wir da oben hin? Ja, das sieht schon mal gut aus und da können wir auch ein Portal setzen. Ist auch das Logo ganz anders. Guck mal hier, Aperture. Irgendwie ein bisschen freundlicher. Yep. Was ist hier? Nichts.
alte Schreibtische etc. Ah, wir müssen offensichtlich dahin. Dazu müssen wir diesen Kran hier betätigen. Okay, das könnte tricky werden. Vielleicht sogar schon die richtige Höhe, könnte ich mir vorstellen. So, wir probieren es mal. Blau brauche ich, ne? Genau. Hep. Jo. Jo. Das ist das erste Mal, dass ich gestorben bin, glaube ich. Kann es sein? Ich glaube, es kann sein, ne? Ich glaube, es ist das erste Mal. Das ist ja interessant. Gut, das war die offensichtliche Lösung, auf die ich reingefallen bin, aber scheinbar war es nicht die richtige. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cape Johnson. Ach, das kennen wir doch schon. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Ah. Du fragst dich jetzt vielleicht. Okay, Cave, gut. Was kommt bei diesen Tests auf? Ja, Cave. Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefon. Es ist sehr interessant, was du mir hier mitteilen möchtest. Wir müssen in den Kontrollraum. Dafür vermute ich, müssen wir hier und dann dort. Das verdammt nochmal gemütlicher ist. Als die ja, sieht gut aus. So, und jetzt können wir, Du tötest doch gern, könntest du... Huch. Au, diesen Vogel für mich töten. Au, 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 au. Oh. Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. GLaDOS. Oh, danke. Hey, GLaDOS, alte Potsau. Du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Ist aber sehr nett von dir. Huch! Was soll denn das? Warte, hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt... Nicht sehr lange, GLaDOS. Das ist... Ganz ruhig, GLaDOS. Ganz ruhig. Nicht zu viel Strom verbrauchen. Okay, aber der Strom ist kaputt. Und das ist ein bisschen schwierig. Okay, aber vielleicht ist jetzt das, was wir... vorhin probiert haben, wieder genau die richtige Lösung. Wir probieren es mal. Ja. Gut. Das war nicht so richtig. Aber vielleicht klappt es ja jetzt, wenn wir ganz da oben das Ding hinsetzen und hier lang fliegen. Dann passt das. Wunderbar. So, jetzt geht's nach oben und wir haben endlich GLaDOS gefunden, die ja ein bisschen unter Strommangel leidet, wenn sie sich zu sehr aufregt. Jetzt sind wir wieder ein Team, ein Dreamteam quasi. Wir werden jetzt zusammen vorgehen gegen Wheatley, den Tyrannen, nämlich in Teil 7. Das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Okay. Was war das? Was das bedeuten mag, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Wenn es wieder heißt Let's Play Portal. Hier gehen komische Dinge vor sich und GLaDOS scheint mehr zu wissen, als sie es vielleicht momentan zu meinen glaubt. Wir werden uns überraschen lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao, ciao.